Während der Order 66 wurden über 1000 Jedi brutal getötet. Doch wir wissen wahrscheinlich alle, dass unter diesen Jedi auch zahlreiche Padawane und sogar Jedi-Jünglinge waren. In diesem Video werdet ihr erfahren, wie einige Jünglinge die Order 66 überlebten. Diese Jünglinge waren mit einigen Jedi-Meistern auf dem Weg nach Magito, wo eine der brutalsten Schlachten der Klonkriege tobte. Schließlich wurde der Kreuzer der Jedi angegriffen und den Jedi gelang es allerdings trotzdem noch, die Akademie der Jünglinge zu erreichen. Danach verbrachten die Jedi einige Tage dort, bis schließlich eine Jedi von einem Klonkrieger angegriffen wurde. Schnell bemerkten die anderen Jedi-Meister, dass irgendetwas nicht stimmt und ein unglaubliches Blutbad nahm seinen Anfang. Den Klonkriegern gelang es, fast alle Jedi zu töten, einige Jedi konnten aber die Jünglinge evakuieren. Der mächtigste Jedi der Gruppe beschloss, die Jünglinge sicher zu einem alten Jedi-Tempel zu bringen, während die anderen ihr Leben ließen, um die Klonkrieger aufzuhalten. Als der Jedi und die Jünglinge auf einem Planeten landeten, wurden sie von Söldnern angegriffen. Der Jedi konnte allerdings alle eliminieren und sowohl der Jedi als auch die Jünglinge zogen sich in den alten Jedi-Tempel zurück und lebten dort viele Jahrzehnte, bis sie schließlich Luke Skywalkers neuen Jedi-Orden beitraten. Aber das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn ihr jetzt noch erfahren wollt, ob Kylo Ren in Episode 7 die Order 37 ausgeführt hat, dann könnt ihr hier links klicken. Oder wenn ihr erfahren wollt, wie Darth Vader in Episode 3 Palpatine Macht wirkte, dann könnt ihr natürlich auch hier rechts klicken. Und in diesem Sinne sehen wir uns wie immer im nächsten Video.